Servus. Ich bin begeistert von eurer Entschlossenheit, von eurem Mut und von eurer Konsequenz. Muss man die Bauern ernst nehmen? Aber nicht nur die Bauern, sondern auch die sich uns anschließenden Gewerke und Branchen? Ja, muss man. Denn wir stehen zusammen, wir gehen gemeinsam auf die Straße ab dem 8.1. mit dem Bayerischen Bauernverband, wir von LSV, die Metzger, verschiedenste vor- und nachgelagerte Bereiche, aber auch die Spediteure und die Lkw-Fahrer, alles was dazugehört, geht mit uns ab dem 8.1. auf die Straße. Und ich sage bewusst ab dem 8.1. Wir haben gesagt, wir starten eine Aktionswoche und die beginnt ab dem 8.1. Flächendeckend in ganz Bayern und in ganz Deutschland sind Aktionen und Demonstrationen angemeldet. Zusätzlich zu diesen Aktionen, die flächendeckend laufen, sind Großdemonstrationen angemeldet am 8.1. in München, am 10.1. in Augsburg, am 12.1. in Nürnberg. Macht's da bitte alle mit, aber eben nicht nur bei den Großdemonstrationen, sondern wer da nicht hinkommen kann, beteiligt euch an den Aktionen und Demonstrationen in der Fläche im ganzen Land. Es wird zu Behinderungen kommen. Ab dem 8.1. geht's los. Da wird es ab 6 Uhr in der Früh bis 16 Uhr zu Behinderungen kommen. Aber auch an den Folgetagen kann das passieren. Und es wird auch passieren. Ich appelliere an die Bevölkerung, habt bitte Verständnis dafür. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch oder über ein freundliches Winken. Wir können nicht mehr anders. Wir müssen auf die Straße gehen. Und wir haben diese Demonstrationen angekündigt und wir werden sie auch durchführen. Unser Rahmen ist aber auch der Rechtsrahmen. Wir haben immer friedlich demonstriert und das wollen wir auch weitermachen. Das Grundrecht auf Demonstration und Versammlungsfreiheit üben wir aus. Und nochmal an alle, die jetzt wirklich da losschreiten und entschlossen sind mitzumachen, meldet eure Sachen alle an. Arbeitet mit den Behörden zusammen, macht das anständig. Wir machen euch satt, wir machen euer Essen und es darf niemand vergessen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und lasst uns, und ich wiederhole das gerne, am 8.1. beginnen. Und spart euch eure Kräfte auf, wir brauchen euch länger. Macht's gut, Servus.